Aus dieser Rolle Metall werden 90.000 Groschen. So viel. Diese Maschine ist eine Walze. Sie walzt das Blech dünn. Vorher? Nachher. Eine Stanze schlägt aus dem gewalzten Blech kleine Scheiben. Die Scheiben und das, was übrig bleibt. In solchen Trommeln werden die Scheiben dann gewaschen. Vorher und nachher. Sie glänzen. Hier bekommen die Blechscheiben ihren Rand. Nochmal langsam. Dadurch, dass der Abstand zwischen den beiden Dingern immer kleiner wird, wird der Rand richtig angedrückt. Links vorher, rechts nachher. Jetzt sind die Scheiben schon so groß wie ein Groschen und so schwer wie ein Groschen. Sie werden gewogen, und zwar ganz genau, und dann verpackt. In Säcke. Und dann kommen sie zur Münze. Hier wird aus den Blechscheiben erst das Geld. Hier bekommt der Groschen auf der Vorderseite die Zahl und auf der Rückseite das Bäumchen. Fertig. Vorher, nachher. Und jetzt werden die Blechscheiben, die jetzt plötzlich gelb sind, ganz genau gezählt. Und immer ganz genau 1000 Stück kommen in einen Sack. Und damit nichts verloren geht, wird dieser Sack mit genau 1000 Groschen zugenäht. Weil das in Hamburg gemacht worden ist, steht drauf: Hamburgische Münze.